überrascht. Wir sitzen vorige Woche zum selben Zeitpunkt da. Ich habe mit Ihnen über das Gesundheitsthema gesprochen im ländlichen Raum, das uns die Ärzte fördern. Haben Sie ein Plädoyer auf das gute Funktionieren des Gesundheitssystems? Bei mir macht es. Haben Ihre eigenen Kinder in den Mittelpunkt gestellt? Ich bekomme aus dem Waldviertel im Übrigen 7 gezählte Mails mit Leuten mit Wartezeiten, die fragen, ob Sie ein besonderes Privileg haben, dass Ihre Kinder sofort drankommen, weil Ihre Kinder eben nicht sofort drankommen, im Übrigen aus der gleichen Gemeinde sogar, wo Sie derzeit leben. Nein, letztendlich sicher nicht weiter, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, diese sogenannte Schäbigkeit einmal zu zeigen, mit der Sie politische Standpunkte entwickeln. Jeder Mensch weiß, dass wir im Gegensatz zu Ihnen und Herrn Babler, dass wir in Österreich kein Problem mit der Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems haben. Daher auch diese Idiotie mit, wir brauchen für Blinddarmoperationen Kreditkarten, in Wahrheit eine reine Themenverfehlung war, sondern wir brauchen viele Kreditkarten für unsere Ärzte, damit die Ärzte in Zukunft wieder in unsere Krankenanstaltensysteme hineinsickern und nicht in die Schweiz, sondern auch Deutschland aussickern, wie es derzeit ist. Das ist doch unser Hauptproblem. Das zweite Hauptproblem ist, dass Rote und Schwarze, genau die Genossen des Herrn Babler, die Gesundheitsreferenten in den Ländern sind, die Spitäler reihenweise geschlossen haben. Gesundheitslandesräte in der Steiermark, die entweder rot oder schwarz waren. Gesundheitslandesräte in Kärnten, die Rote sind, die Spitäler geschlossen haben. Gesundheitslandesräte in Salzburg, die Spitäler geschlossen haben. In Niederösterreich, die Spitäler geschlossen haben. In Wien haben wir allein 5 wesentliche Standortspitäler geschlossen unter einer Wiener Landesregierung. Und das spricht der Babler alles nicht an. Und dann nehmen wir den zweiten Punkt, soziale Sicherheit. Ja, selbstverständlich haben wir ein Problem mit der sozialen Sicherheit, aber wie sozial gerecht und sicher ist es, in einer Wiener roten Tintenburg 4.800 Leuten auszuzahlen im Monat, die in Wahrheit nichts zum Fortschritt dieser solidarischen Gemeinschaft in dem Land geleistet haben, währenddessen die einfache Supermarktkassiererin 1.500 Euro kassiert, die jeden Tag um 6 Uhr in der Früh aufsteht und um 23 Uhr todmüde, nachdem sie die Wäsche von ihren Kindern gewaschen hat, ins Bett fallen muss. Das hätte der Herr Babler beantworten können, wie es in sozialdemokratischen Bundesländern und Städten ausschaut, dass man allen armutsgefährdeten Personen der Welt, vom Hindukusch, Syrien, Afghanistan, den Hintern vergoldet, aber für die Leute, die dieses Land ausmachen, der Mittelstand, der Leistungsbereite, und dazu gehört auch die Supermarktkassiererin, nichts überhaupt. Das hätte ich mir vom Herrn Babler erwartet, das ist vom Herrn Babler nicht gekommen. Und der dritte Punkt ist soziale Sicherheit, nebst im Übrigen auch der sogenannten Sicherheit in dem Land. Wenn die Sozialdemokratie am Beispiel Wien, am Beispiel Kärnten weiterhin auf ihrem Trip ist, dass wir weiterhin zügellose Zuwanderung, transkontinentale, außereuropäische Zuwanderung aus islamischen Staaten vornehmen, und beispielsweise eine deutsche SPÖ-Vorsitzende, Saskia Essen, mit der sich der Herr Babler fotografieren lässt, das ist sein großes Vorbild, sagt, aus Solingen kann man nichts lernen. Und die Sozialdemokratie in Wahrheit die Vergifterin und die Spalterin des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist, weil die Dosis eben das Gift macht und weil die Menschen eben satt haben, dass sie nicht einmal mehr auf ein normales Volksfest gehen können. Dann ist das auch eine Themenverfehlung der Sozialdemokratie. Normalerweise müsste der Sozialdemokrat, wie Sie richtigerweise gesagt haben, antiklerikale Sozialdemokraten müssen sagen, nein zum Islamismus, nein, den gibt es nicht mehr und daher gibt es ja keine Islamisten mehr in Österreich. Da tut man nicht Messer verbieten, da verbieten wir die Täter, aus sie mit ihnen, abschieben. Offensive. Das hätte der Babler formulieren können. Das tut er alles nicht, weil er natürlich ein Sozialromantiker ist. Ein Regenbogen. Der ist viel lieber auf der LGBTQ-Reise auf dem goldenen Regenhorn und Einhorn unterwegs, anstatt dass er in der Sicherheitspolitik sagt, diese Vielfalt ist tödlich und am Ende ist sie nicht bunt, sondern blutig. Das hätte er sagen sollen. Okay. Ja, also erstens einmal, ich finde. Alles drin in einer App. Die neue OE24-App. Mehr News. Mehr Sport. Mehr Stars. Jetzt die neue OE24-App downloaden. Und 1.000 Euro gewinnen.